Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Another Code, die Recollection. Und wir sind jetzt auf der Suche nach Schlüssel. Sind sie nicht wirklich mal. Also die hat sich daran erinnert, dass wir was suchen. Und zwar sollen wir jetzt mal nach Schlüssel gucken. Für. Ach ja, das Ding ist ja noch. Was haben wir denn hier so Schönes? Doppelte Erinnerung. Kamera. Wells ist neu. Er ist in der Anstellung von ihm. Wells war bestimmt ein ausgezeichneter Butler, so organisiert und bedacht auf Sauberkeit, wie er war. Er war allen anscheinend nach auch sehr, sehr nett zu Dee und hat ihn mit dem gleichen Respekt behandelt wie die Erwachsenen. Es muss viel Arbeit gewesen sein, sich um ein so großes Haus zu kümmern. Bell scheint außerdem sehr genau kontrolliert zu haben, wer sein Zimmer betritt. Wahrscheinlich, weil er dort die Schlüssel zu allen anderen Zimmern aufbewahrt. Er hat seine Arbeit sehr ernst genommen. Okay. Dann ist die Frage, wenn wir jetzt nochmal den Tresor angucken, ob ich denn da irgendwas mache. Nee. Die Kombination kenne ich nicht. Ich habe mir auch schon alles angeguckt. Ich habe ja auch das Ding und die Anrichte. Da sind ja die alle leer. Ich hätte gedacht, vielleicht im Prinzip. An der Wand hängt ein Foto. Aber seht doch, da sind doch auch die Aufsteller. Im Hintergrund ist ein Silbergeschirr geschmückter Aufsteller zu sehen. Neben der Butler ist eine Frau. Ja, das muss seine Frau sein. Das Porträt eines alten Butlers. Ha. Das ist Wells, nicht wahr? Ja. Kann ich noch irgendwas? Versuch gerade noch so ein bisschen. Kann er jetzt im Prinzip auf das Wandregal? Dieses Silbergeschirr ist alt, aber hübsch. Oh, yeah. Wells hat es sehr gemocht. Ja, aber guck mal. Er hat es immer poliert, dass man sich darin spiegeln konnte. Huh. Aber jetzt ist es so angelaufen. Das ist schon irgendwie schade. That's weird. Wie seltsam. Huh? Was denn? Hey. Als ich das letzte Mal sah, waren es 4 Teller gewesen. Es ist wichtig, dass alle Teller zusammen sind. Das hat Wells immer gesagt. Hm? 4 wichtige Teller. Hm? Ja, ein Teller ist ja hier im Dings. Dee. Schau dir diesen Teller an. Ja. Ja, das ist einer von Wells silbernen Teller. Aha, jetzt Alright. Dürfen wir. Sollte ihn dorthin zurückbringen, wo er hingehört. Aber das Gute ist, ich weiß ja wohl noch, wo die anderen zwei sind. Ich frage mich, ob ich da jetzt schnell zurückgehen kann, um die denn... Einer war nämlich im Klavierzimmer und einer war in dem... im Atelier. Da lag nämlich die Schokolade drauf, glaube ich. Auf dem Silberteller liegt Schokolade. Dee. Schau dir diesen Teller an. Ja. Das ist einer aus Welt Silbergeschirr, das er so mochte. Dankeschön. Alright. Sollte ihn dorthin zurückbringen, wo er hingehört. Ey, da ist ein Bild, da ist ein Bild. Da ist etwas. Something. Ein Bild lag unter dem Silberteller. Ja, von dem von This ihr is... und. Kinderfoto. That's she's. Jetzt krieg ich eine Erinnerung. Hurry, Ashley, hide. Right. I remember who said that. It was Mom.
The woman in the photo is your mother? That must mean the baby is... Yeah. It's me. This must be Dad's photo. Oh. Jetzt gehen wir dennoch noch schnell in das Klavierzimmer, um den letzten zu holen. Weil ich kann mir vorstellen, dass es denn bei den Tellerrätsel darum geht. Entweder sie wird die Teller selber hinpacken. Warte mal, das ist der 2, ne? Der hat voll. Und der hat 3. Okay. Ich wollte nur mal geguckt haben. Falsche Richtung. Da. Oh. Das wird ein langer Weg. Ich täusche mich ja von einem Ort zum anderen. Das ist aber auch nicht nett vom Papi, dass der im Prinzip dann einfach diese Silberteller benutzt, um da drauf zu aschen. Die Luft riecht nach Dings. Aber die, schau mal. Aber das ist doch der letzte Silberteller, Mensch. Hm? Ashley. Irgendwas ist mit diesem Aschenbecher. Ja, es ist der Silberteller. Hey. Mach ihn mal sauber. Tada. Das Entfernen der Kippen und der Asche enthüllt ein hübsches Vogelrelief. Dachte es mir schon, dieser Aschenbecher stammt aus dem Zimmer des Butlers. Teller mit fliegendem Vogel. Okay. Also entweder muss ich das Ding jetzt gleich irgendwie mit irgendwie versuchen, da eine Logik rauszufinden, oder die packt die Teller von sich aus alleine schon richtig. Ich hätte jetzt auch gedacht, wegen den Türen, ne? Weil die Vögel haben ja hier im Prinzip ja auch was. In den Schnäbeln. So, guck mal, da sind ja 3. Hier ist voll. Und der hat nur 2. Und die haben ja gar keinen. Jung, jung, jung. Und nochmal runter. Und jung, 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 jung. Schneller, schneller, schneller. Lauf, 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 Baby. Hier ist das Atelier. Und da geht auch noch. Aber erstmal zum Zimmer des Butlers. So, dann können wir uns nämlich hier dran machen. Handregale. Hm? 4 Teller, hä? Alright. Wenn es so wichtig ist, dass die zusammengehören, dann reihen wir sie mal auf. Ja. Bells würde sich bestimmt darüber freuen. Na toll. Glas. Ein silbernes Stieglas mit Blumenmuster. Eine Schande, dass etwas Schönes einfach so einfach verstauben zu lassen. Dann polier es doch mal auf, Mensch. Das ist das Wappen. Ein silberner Kelch mit dem Wappen. Ein silbernes Stieglas mit Blumenmuster. Wie schön, aber auch ganz schön staubig. Auf dem Regal befindet sich ein Silbergeschirr. Nur das Regal mit dem Teller ist nicht auf der gleichen Höhe. Ja, die werden wahrscheinlich alle so ein bisschen runtergehen, ne? Kann ich mir jetzt aussuchen, welchen Teller? Ich hätte jetzt den da getan. Den? Und den. Wow. Die Halterung hat sich gesenkt. Das ist eine Art Mechanismus. Ahaha, okay. I got it. Nein, warte. Wir haben alle 4, aber es passiert nichts. Ja, weil ich muss 2 umtauschen. Könnte die Anordnung etwa genauso wichtig sein? Erinnerst du dich daran, wie sie damals angeordnet waren? Ich weiß es doch. Sorry. Nein, leider nicht. Ich weiß es. Lass mich ran, lass mich nochmal ran. Auf der Wand befindet sich ein Motiv mit Silbergeschirr. Ja, komm. Hey.
Könnte die Art der Anordnung etwa genauso wichtig sein wie ihre Vollständigkeit? Weil der und die müssen, glaube ich, getauscht werden. So, du kommst nämlich dahin. Und du kommst denn dahin. Die Symmetrie halt, ne? So. Und jetzt gehen die runter. Und dann passiert da irgendwas. Und dann ist da was. Uhuhu. What? This was some sort of puzzle all along? Look, there's something in there. Ja, da ist was drinnen. Also ich bin keine kleine Dube, ne? Ich frage mich, was da drin ist. Ja, nur das hier. Eine Karte der Villa. Yes. An der Stelle dieses Zimmers steht etwas geschrieben. Vielleicht die Tresor-Kombination. Wenn du nicht weiter weißt, ruf mit Hilfe von Elle die Karte auf. Vielleicht entdeckst du einen Hinweis. Warte. Ich sollte mir Notizen über alle interessanten Sachen machen, die ich finde. Mach das. Oh je. Oh, stellst du gleich die Aber das ist doch die Combination. Guck mal, da steht die Combination drauf. Muss ich die mir jetzt merken? Ich hoffe nicht. R13, L4, R8. Ich. Ach ja, komm. Komm, das schaffst du. Ein stabiler Tresor. Bitte lass es machen. Hey. Was da wohl drin ist. Hab die. Die. Na. Wir aber. Wir aber. Meinst du, Wels hat sie irgendwo aufgeschrieben? Oh nein! Warte, Album. Mist. Ich muss das nochmal beenden. Ich muss es mir leider aufschreiben. Sorry. Ich muss es mir leider aufschreiben. Nee, das war das Falsche. Ich wollte die Karte. Eigentlich voll dumm, aber okay. R13, dann kommt L4, dann kommt wieder R9 und L18. So, jetzt kriegen wir es hin. Ashley. Ja, ich kann die öffnen. Komm, komm, komm. Kann ich, kann ich. So, erst nach rechts und zwar 13. 15, 13. Dann nach links sind es 4. 1, 2, 3, 4. Ne, dann müssen wir so bis hierhin, bis 4, ne? Nein, das war zu weit! Nochmal. Nein! Er geht nicht auf, das muss die falsche Kombination. Ich bin auch noch. Ich habe dort die Kombination, ich weiß auch nicht. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Rätsel mache. Ashley. Ich habe noch nie so ein Tresor damit dran getitscht. Also 13. Ich hätte jetzt gesagt, bis 13 hier nach rechts. So, 13. Dann links 4. Bis nach 4. Vorsichtig, 1, 2. Bei 4. Dann R9. Nein! Da 9 und 18. Nee. How about... Ja, hab ich doch. Ich bin wahnsinnig. Ashley.
Ja, ich habe die Kombination. Ich weiß nicht, wie es ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hey. Ich weiß das. Ich habe keine Ahnung, wie man den Blödsinn liest, Mann. Ich hätte ja gesagt, steht ja, es fängt ja mit 13, R13 an, nach rechts. So. 13. Muss ich jetzt bis zur 13 dahin? Siehst du, jetzt bin ich ja schon wieder so weit. So. Du darfst da anscheinend keine Fehler machen. Hey. Das ist doch so dumm. Ich habe die Kombination und ich krieg's nicht hin, weil ich noch nie so ein Rätsel gemacht habe, weil ich nicht weiß, wie so ein Tresor funktioniert. Ashley. Versuch's nochmal so. Aber ganz langsam. Jetzt sind wir bei 13 rechts. So, dann hätte ich jetzt gesagt, bis... Dann würde es ja theoretisch jetzt Klick machen. Klick. Dann hier links. Nochmal Klick. Dann zurück bis R9. 9 und dann 18. 16, 17, 18. Ja. Ha, got it. The safe is unlocked. Ja, well brauchen done, wir. Ashley. Sehr gut gemacht. Okay, können wir auf die Schulter klopfen. Ah. This is yes, a key. Two keys as a matter of fact. Now we can get into those locked rooms. Halt einen Blumenschlüssel. Ich weiß auch schon, für welches Zimmer das ist. Das ist jetzt nur so... Und das dreiblättige. Also ich sag's nur so, die Schlüssel haben im Prinzip die Symbole auf der Tür. Was ist das Notebook? Das ist ein Tagebuch! Wells must have written it. Nicht lesen! Pfui Deibel! 1916. Wir erhalten traurige Nachricht. Da haben wir endlich erfahren, wo sich der junge Herr Leonard aufhält, doch es war zu spät. Er ist durch die Epidemie ums Leben gekommen. Wir nahmen seine beiden Kinder auf. Der Edward richtete zwei neue Zimmer für seine Enkel ein. Das Zimmer des Goldvogels und das Zimmer des Silbervogels. 1930. Die beiden Jungen sind mir im Nu über den Kopf gewachsen. Thomas geht auf dieselbe Universität wie sein Bruder Henry. Herr Henry, intelligent und kräftig. Herr Thomas, aufrichtig und offen. Der Edward freut sich wohl am meisten über ihre Entwicklung. Das Problem der Nachfolge ist damit aus der Welt. 1936. Die jungen Herren Henry und Thomas heiraten beide. 1943. Es kommt wie befürchtet. Henry und Herr Thomas werden in den Krieg geschickt. Der Krieg hat sich ausgeweitet und sie wurden beide an die Front gerufen. Ich kann nicht beschreiben, wie sehr sich Herr Edward sorgt. Ich bete inständig dafür, dass den beiden nichts zustößt. September 1995. Der Tag der Rückkehr der beiden. Endlich ist er gekommen. Welch übergroße Freude, dass die beiden jungen Herren diesen schrecklichen Krieg überlebt haben. Doch Körper und Geist haben im Krieg Wunden davon getragen. Herr Henry schließt sich im Atelier ein und starrt endlos auf die Gemälde, die er einst erschuf. Tägliche Verrichtungen, sogar das Essen bereiten ihm große Schwierigkeiten. Der Edward hat erkannt, dass Hilfe vonnöten ist. Deshalb wird Herr Henry mit seiner Familie auf der Insel bleiben. Nachdem er einige Tage bei uns verbracht hat, ist Herr Thomas in sein Zuhause auf dem Festland zurückgekehrt. Er zeigte die ihm eigene positive Art, doch mir war, als würde sich eine finstere Wolke über ihm befinden. Hoffentlich erholen sich die jungen Herren bald von den Anstrengungen. 1946, Herr Edward verfasst sein Testament.
1948, Herr Edward erkrankt schwer. Was habe ich nur getan? Hätte ich doch nur niemals diesen Brief geschrieben und sie zurück auf die Insel gebeten. Aber so sehr ich es auch bereue, ich kann es nicht ungeschehen machen. Es ist meine Schuld, es ist alles meine Schuld. Doch vielleicht wird eines Tages ein Nachkommen der Familie Edwards seinen Weg hierher finden. Für diesen Fall hinterlasse ich ein paar Blaupausen in meinen Schrank. Ich hoffe, sie werden sie dann als nützlich erweisen. Ich bete dafür, dass die Seelen von Herr Edward und der anderen ihren ewigen Frieden gefunden haben. This Mr. Edward must have been your great-grandfather, Dee. You're probably right. Henry and Thomas, if they were brothers and they were Lawrence's grandchildren... Dee, you all right? Er hat wieder eine Erinnerung. Henry, enough already. What are you trying to say, Thomas? I just remembered something. Back then, Uncle Henry called my father Thomas. Thomas? Your father's name is Thomas! Dee, that's great! You remembered your dad! Franny's father is Henry, Dee's father is Thomas. And Henry and Thomas were brothers. They died on this island in the same year. I wonder what happened. Dee looks so upset. He's probably wondering the same thing. Oh, das haben wir noch. So, jetzt haben wir aber zwei Schlüssel. Das heißt, ich denke mal. Hey. Benutzen wir den Schlüssel aus dem Tresor, um in Frannys Zimmer zu kommen. Ja, ihr Zimmer war im ersten Stock, nicht wahr? Ja. Aber ich will vorher noch in den Raum gucken. Ach, da geht's in den Salon. An der Tür ist ein Schloss. Wird diese Tür zu dem Zimmer mit dem Klavier? Ich kann sie aufschließen. Oh, dann hätte ich den ganzen Weg ja gar nicht laufen müssen. Oh, das tut weh. Oh, ich kann mir vorstellen, das Chaos, der guckt sich das an und denkt so, oh mein Gott, ist die dumm. Ein Schlüssel mit einem Griff in Blumenform. Die Blüten sind sehr schön herausgearbeitet. Es lag im Tresor des Butlers. Okay. Ich meine, wir haben jetzt hier noch ein bisschen was Neues. Das ist die. So. Thomas' Vater starb, als er noch sehr jung war. Er wuchs zusammen mit Henry im Anwesen auf. Durch Wales Tagebuch konnten sich die wieder daran erinnern, dass Thomas sein Vater war. Diese Erinnerung schien ihn aber nicht zu freuen. In seinem Tagebuch beschreibt Wales Thomas als ehrlich und freundlich. Als Kind war er das bestimmt. Als er nicht mehr im Anwesen gelebt hat und sein Großvater krank wurde, hat er ihn zusammen mit Dee besucht. Er war noch genauso, wie ihn Wales beschrieben hat. Mama ist gestorben, als ich 3 war. Ich weiß, dass sie Wissenschaftlerin war, aber was war sie für ein Mensch? Achso. Ah ne, jetzt haben wir ein Bild dazu. Das war's. Henry. Henrys Vater starb, als er noch sehr jung war. Deswegen wuchsen er und Thomas im Anwesen auf. In seinem Tagebuch schreibt Wales, dass Henry weise und stark war. Henry war außerdem ein begabter Künstler. Ich wette, Franny war stolz auf ihren Vater. Und Leonard. Thomas und Henrys Vater. In seinem Tagebuch schreibt Wales, dass Leonard an einer Krankheit gestorben ist. Es muss schrecklich für ihn gewesen sein, seine Kinder zurückzulassen. Er schreibt außerdem, dass sie endlich herausgefunden haben, wo er steckt. Das klingt so, als hätte Leonard die Insel verlassen und nicht gesagt, wohin er geht. Ich weiß nicht, was Leonard passiert ist, aber Lawrence scheint seine Söhne aufgenommen und gut großgezogen zu haben. Kamera, 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 schneller. Gut, dann gehen wir... Also, die möchte ja in Frannys Zimmer, dann gehen wir als erstes auch in Frannys Zimmer. Kann ich nochmal ganz kurz die Karte gucken? Ich möchte ganz gerne wissen.
kann auf jeden Fall gucken, wo ich was unlocked habe. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich jetzt hier oben hingehe? Aha, das sieht dann schon genau ganz anders aus. Ach, ich muss ja an dieser Tür. Ja, gut, warte. Vergessen. Ich muss ja noch den Schlüssel benutzen. Jetzt davon aus, dass es. Ja, es öffnet. Now we can look in Franny's room. Maybe you'll remember something else, Dee. Yes. Ja, da wartet jetzt Franny's Geist auf uns. Boah, das ist ja so hart. Schön. Das ist ein hübsches Zimmer. This is it, Ashley. This is Franny's room. This is where we play together. Okay. Weil der letzte Part so lang war und wir uns jetzt hier gleich umgucken und das immer ein bisschen länger dauert, würde ich den Part jetzt hier beenden. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.